Das Thema Liebe, was wir in unserer westlichen Kultur ja vor allem als ein, sag mal, privates Thema kennen, hat halt in der Philosophie noch eine andere Bedeutung. Wir haben heute Abend ja dann gleich zur Eröffnung den ersten Vortrag über Platons Symposion, wo sich halt Sokrates und seine Freunde über den Eros unterhalten, nicht so als ein privates Ereignis, sondern als die Kraft, die das ganze Universum zusammenhält, die die Dinge verbindet, die die Schönheit in der Welt erzeugt. Und das zieht sich halt durch die Geschichte schon durch. Und man findet das immer wieder, ob bei Giordano Bruno, bei Spinoza, bei Fichte. Wir kennen es alle auch aus den Religionen. Gott ist die Liebe, selbst Allah ist die Liebe. Und leben halt aber in einer Kultur, die das halt sehr getrennt hat, ne? So, da in der Kirche ist Gott die Liebe und zu Hause ist Liebe ein privates Phänomen und die Mitte ist meist nicht besetzt. Da leben wir halt in einer relativ kalten, konkurrenzorientierten Gesellschaft. Und es gibt aber eben auch in den letzten 10 bis 20 Jahren erst eine zunehmende Anzahl wieder von Stimmen in der Philosophie, auch zum Glück, wir haben jemand hier, Philosophieprofessor, aber mehr noch fast in den Umweltwissenschaften, in den Humanwissenschaften, wo man sich irgendwie auf diesen Begriff besinnt, darauf besinnt, dass man ohne diese Qualität, wofür wir immer noch kein vernünftiges Wort haben, als Liebe oder manche nehmen auch Empathie, wir die Welt gar nicht begreifen können. Und es gibt halt spannende Soziologen, Peterium Sorokin, war der erste Harvard-Professor für Soziologie 1940, schrieb ein Buch, The Race and the Power of Love, wo er damals schon erforschte, dass eigentlich alle großen Fortschritte der Geschichte, die wirklich die Menschheit voranbrachten, hatten immer diesen Impuls im Hintergrund. Das hat er wunderbar beschrieben. Man findet das Buch heute noch nicht mehr. Das Exemplar, was ich dann erwarb, war 1950 in der Uni-Bibliothek München ausgesondert. Das heißt, es ist so wunderbar verschwunden aus der modernen Wissenschaft. Gut, aber es taucht wieder auf. Donella Meadows, die mit ihrem Mann eben dieses berühmte Buch Die Grenzen des Wachstums schrieb in ihrem 30-Jahres-Update, so einen Nachklang, wo sie feststellt, dass alle unsere Bemühungen, diese ökologische Krise zu meistern, mit den uns bekannten Mitteln, Technik, Wissenschaft, Analyse offenbar nicht viel bringen. Das nimmt sie dann an, wir diese Welt nicht verändern, nicht bewahren werden, wenn wir nicht, sie spricht dann Tatsache, das Wort Liebe aus, es vollbringen, die Dinge in der Wissenschaft, in unserem Engagement primär aus dieser Perspektive wieder zu tun. Und es ist gerade vor kurzem noch ein Buch erschienen von einem amerikanischen Zukunftsforscher, Jeremy Rifkin, kennt vielleicht alle, der kommt eigentlich mehr aus der Wirtschaftsforschung. Das Buch geht über die Shared Economy und den Rückzug des Kapitalismus und so weiter. Aber da wagt er ein spannendes letztes Kapitel, wo er auch letztendlich darstellt, dass in einem bestimmten Sinn die Geschichte, die ja immer irgendwie größere soziale Einheiten schafft, die Stämme, die großen Reiche, die moderne Wirtschaftswelt und jetzt eine Tendenz zur globalen Welt, in gewisser Weise eine Art Erweiterung der Empathiefähigkeit, also der Liebesfähigkeit des Menschen sind. Und dass man davon ausgehen kann, dass also was heute ansteht, neben intelligenterer Technik und neben einer anderen Art von Wirtschaft, vielleicht mit mehr Teilen als bisher, es durchaus ein zentraler Faktor sein wird, ob es gelingt, er nennt das biosphärische Empathie, halt dieses Prinzip, diese Energie Liebe auf eine neue Ebene in uns, aber zwischen uns, zwischen uns und dem Universum zur Geltung zu bringen. Und das war also für mich auch ein Hintergrund, weil ich ja mich in der Wissenschaft herumtreibe und merke, dass eben genau dieses Wort und diese Realität da eigentlich nicht vorhanden ist. Und aber wenn ich davon ausgehe, dass bestimmte Aufgaben, die vor der Menschheit stehen, ohne dem nicht zu lösen sind, ist da also eine riesengroße Leerstelle. Dass also Zeit wird und als ich heimlich traf, war dann eben die Gelegenheit geboren, dass es Zeit wird, es zu beginnen, zu wagen, diesen Begriff neu zu beleben, zu gucken, ob dieser Begriff, nehmen wir erstmal Liebe, der ist am einfachsten zugänglich, den hat eine Intuition dazu, Tatsache wieder auch für diese Mitte zu nehmen, die zwischen den ganz privaten Themen der Liebe und dem religiös, wie auch immer besetzten, in unserem Alltag, in unserer Wirtschaft, in unserem Kommunikation in unseren Engagements stattfinden. Und ob wir es vielleicht irgendwo schaffen, dafür eine Begrifflichkeit zu entwickeln, weil wir sind moderne Menschen, Hegel sagte, die Wissenschaft ist die moderne Kirche, was wir nicht in vernünftige Worte packen können, können wir nicht politisch umsetzen, weil uns fehlen dann die Kommunikationsmuster dafür. Es ist also eine Arbeit, die auch zu leisten ist, dieses Wort Liebe also wieder zu füllen mit Inhalt, mit Konkretion, mit Forschung, mit Experimenten und so weiter. Und so haben wir gesagt, wir wagen das Experiment, diese Mitte also zu erforschen. Deshalb alle haben es an den Programmen ja auch gesehen, das ist bewusst so, dass also einerseits eben nicht theoretische, aber doch auch eben geistvolle
philosophische Vorträge sind und die andere Seite aber auch sinnliche Events, Workshops, Erfahrungen dazugehören und eben beides mit der Idee, gibt es da etwas, was Théard de Chardin, kann vielleicht auch manche, ein Jesuit und Geologe 1940 in einem Buch erstmals die Energieliebe nannte. Er meint, Liebe ist eine Energie, die das ganze Universum durchdringt und die wir halt wieder lernen können wahrzunehmen, aber auch anzuwenden als die Energieform, die uns eigentlich inspiriert, die unsere Lebensenergie, die auch manche Libido oder Organ nannten, eigentlich darstellt, die uns erfüllt, erfreut, glücklich macht, aber auch zu Taten ermuntert und so weiter und so fort. Gut, also ein Stück Experiment, ein Stück Forschungsprojekt, das wir hier beginnen. Ich lege dann draußen auch noch so ein Paper hin, es ist gerade um Entwurf, Tatsache so eine Art Forschungsprojekt draus zu machen.